Hallo zusammen, das ist der Baschkräft-Mecke. Die einen werden es schon erkannt haben. Wir sind im Weggital. Und was sucht der Mecke im Weggital? So, wir sind jetzt auch schon am Ziel angekommen. Hier in dieser Bucht. Es sollte sich noch mit der Hülle haben. So, wir hängen jetzt schon im Seil. Mit dem Pitzelstopp. So, liebe Speleos, ihr kennt das sicher auch. Die schweren Seile, die ihr mitschleppen müsst. Mit dem neuen Pitzelstopp kannst du bis auf 8,5 mm. Ich versuche jetzt einmal ein 9 mm Seil. Man sagt immer, beim alten Pitzelstopp sind 9 mm fast ein bisschen zu klein. Da geht es hervorragend. Kann man also recht Gewicht sparen. So, ich habe zuerst gedacht, das gebe ich eine hohe Pröblerei. Ich habe im ersten Anlauf habe ich die Quellhöhle gefunden. Mega. Seil hängt unten ein See. Das war nicht immer ein See. 30 Meter weiter unten ist früher ein Kurhotel gestanden und man hat gesagt, das Wasser von dieser Quelle heile. Wieder einmal eine heilige Quelle. So, wir dringen jetzt tief in das Höhlensystem ein, wie der Mecke immer so schön sagt. So. Es kriegen immer alle, wir kennen die Höhe, aber wir sind natürlich nie drin gewesen. Es ist halt viel Aufwand für wenig Höhe. Es ist da alles verblockt im Eingangsbereich. So, da schauen wir raus zum Ausgang. Und da sehen wir, da liegt ein riesiger Block. Hinein rauscht es. Gehen wir mal schauen. Da vorne noch ein bisschen vom Eingangslicht. Jetzt sind wir hier in einer riesigen Höhle, aber in einer ziemlich grossen Halle. Und jetzt stoßen wir mal schnell zur Quelle runter vor. So, wir sind auch schon unten am Höhlensee. Der Wasserspiegel ist je nach Seespiegel mal höher, mal tiefer. Jetzt ist er so im mittleren Bereich. Das Wasser ist wunderbar klar. Schauen wir mal, schöne, he? Super! Also man sieht nicht einmal den Bach, der Rusch da irgendwie unterirdisch. So, das ist jetzt ein Blick vom Seeli Richtung Whitehall. Schauen wir mal die schönen Flecken auf dem Stein an. Hey, mega! Geil! So, wir sind jetzt am hinteren Teil vorgestoßen und kriechen hier über Kies. Weiter oben. Mal schauen, was wir da unten finden. Entweder ein Quell oder ein Jüngling. Wir sehen hier unten einen Markierungspunkt. Aber auch hier kommen wir wieder ans Wasser. So, hier unten kommen wir schon wieder ans Wasser. Der Mecke kehrt jetzt hier um und wirkt sich wieder das Kiesfeld darauf. Die meisten denken, die in die Höhle kommen, denken, jetzt habe ich es jemanden gesehen. Das stimmt nicht. Es hat da noch einen Seitengang. Der Seitengang ist eine ziemlich enge Sache. Relativ super. Da sehen wir überall die Wurzeln, die von oben abdrücken. Gehen wir mal weiter. So, wir sind jetzt hier so weit, wie es geht, hinein. Dort hinten liegt ein Block, wo es weiterkommt. Nicht nur erschwert, man kommt einfach nicht mehr weiter. Sehen wir, da kommen Wurzeln bis hier in die Höhle. Es hat auch noch etwas, das weggeht, aber das sieht schlammig und extrem eng aus. Der Mecke ist nicht mehr der Jüngste. Zum Schluss noch mal von hinten sehen wir noch mal schön die ganze Höhle im Überblick. Ja, liebe Leute, für alle, die so unspektakuläre Höhlen schon lange mal haben besuchen, der Mecke geht für euch an. Auf dem Plan wäre ein Seitengang eingezeichnet, aber entweder sind die Leute dort kleiner gewesen oder der Mecke ist einfach nicht mehr der Jüngste. So, zum Schluss haben wir noch 40 Meter Techniktraining vor uns. Cool. Ja, das kennt sicher jeder Spieler, wenn du zweit bist. Dann läuft das Seil nicht schön durch die Brust einklemmen. Jetzt ist mir gerade eine neue Idee gekommen. Das muss man dann mal austesten, nächstes Mal. So, liebe Leute, wir sind schon wieder auf dem Retourweg. Es war eine super Tour. Die Höhe war sehr interessant. Im Seitengang bin ich leider nicht reingekommen. Für das hast du in diesem Verein einen Jüngling gehabt, der bewundert zu den Veteranen angeschaut hat und in jedes Loch hineingekrochen sind.
Ja, das war jetzt gerade mein Postauto, aber egal. Ich habe noch mal ein interessantes Objekt. Eine Hölle, eine Hölle! Also, es ist nicht unbedingt eine Hölle, es ist das alte Strassentunnel. Schau dir mal da die interessante Sinterbildung in diesem alten Autotunnel an. Wie schnell das kann gehen, wenn der Felsen relativ kalkig ist. Wunderschön, he. In ein paar hundert Jahren ist das eine Hölle. So, jetzt stehen wir da schon vor dem legendären Schuhmacherloch, wo der Spelio Peter in den 80er Jahren vermessen hat. Da sind wir ein bisschen weiter runtergegangen und da haben wir noch so einen Baum. So Peter, ich dringe jetzt tief in deine Höhle ein. So, wir stehen hier eigentlich schon bald im Zentrum dieser Hölle. Es ist so eine typische Schichtfuge, wie die Quelle vorher übrigens auch. Sind wir da schon zuhinterst hinten? Ist da komisch, so bröckliger Kalk. Da tropft es noch runter. Dort hinten wird es weitergehen. Peter, habt ihr das Zeug gesetzt bei der Vermessung? Sieht uralt aus. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dieser Schicht. Da geht es noch in eine Spalte rein. Gehen wir noch mal schauen. Hä? So, jetzt zu oberst oben, jetzt hinterst hinten. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dem filmischen Resultat, Peter, wenn ich schon in dein Höhlensystem eindringe. Dann gehen wir noch mal schauen. Es ist schon eine mächtige Höhle. Am Schluss noch mal. Panoramablick, da ist die mittlere Fuge. Und da ist der Ausgang. Ha, ha. So, liebe Leute, mit diesen eindrücklichen Bildern aus dem Schuhmacherloch verabschiede ich mich jetzt vom Beckital. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ja, ein Blick auf die mächtige Staumauer.